Ja, die zweite Session, die ich angeboten habe, handelte von dem Modul Tutorinnenausbildung, wo es weniger darum ging, sich darüber zu unterhalten, die Inhalte, was sollte sozusagen vermittelt werden innerhalb der Ausbildung, sondern um die organisatorischen Rahmenbedingungen. Wann kann die Veranstaltung stattfinden? Wie lange sollte sie dauern, um Jugendliche und junge Erwachsene motivieren zu können, daran teilzunehmen und teilzuhaben und dann auch die Barcamps in den Bezirken zu organisieren und umzusetzen. Das war sehr ertragreich, die Diskussion, weil mir bewusst geworden ist, dass es vermutlich eine sehr sinnvolle Lösung ist, in zwei Gruppen die 144 Jugendlichen aufzuteilen und zwei Wochenenden dafür vorzusehen. Die Idee ist, das von Donnerstagabend bis Sonntag nach dem Frühstück zu machen, um auch den Teambildungsprozess genug Zeit einzuräumen, dass es Austauschmöglichkeiten geben kann für die Tutorinnen innerhalb und auch bezirksübergreifend. Und dass es möglich ist, beispielsweise für den Freitag eine Schulbefreiung zu beantragen. Außerdem, und das wurde auch vorher schon diskutiert, ist es vermutlich, sollte es einzurichten sein, dass wir eine Zertifizierung entwickeln, ein Arbeitszeugnis für die Teilnahme, das dann auch eingebracht werden kann, eventuell auch, muss man mal sehen, ob man mit der Jobberatung da noch mal spricht. Zum Zeitraum, das war auch eine spannende Diskussion, wann kann diese Tutorinnenausbildung stattfinden, wenn es denn ein ganzes Wochenende sein soll. Und wir haben uns jetzt nach längerer Diskussion darauf geeinigt, dass sie Anfang Mai stattfinden wird, an zwei Wochenenden und außerhalb von Berlin stattfinden soll. Oder zumindest Rand Berlin sollte es sein, damit die Jugendlichen sich auch dort nur diesem Thema widmen können. Und Anfang Mai, weil dann auch ja der Schulabschluss, der Jahresabschluss bevorsteht und es muss ja auch noch Zeit da sein, um die Barcamps zu organisieren. Andersrum muss aber auch der Zeitraum relativ gerafft sein von Anfang Mai bis Juli, August, damit es überblickbar bleibt für die Jugendlichen, was sie investieren müssen. Und alles in allem glaube ich, dass wir die Möglichkeit haben, auf dem Jour fix, der im Februar stattfinden wird, die Inhalte nochmal zu besprechen und dann auch fester zu verpacken, wie dieses Wochenende aussehen kann. So haben wir abschließend beschlossen, dass es einen Trailer geben soll von Jugendlichen für Jugendliche, die quasi diese Tutorinnenausbildung bewerben sollen, dass die Auswahl vermutlich bei den Jugendkultur- und Medienkompetenzzentren liegen wird, wenn sich mehr Jugendliche bewerben als Plätze vorhanden sind. Und dann zum Bewerbungsverfahren, dass nicht nur die, nee, wie waren das, dass nicht nur die Jugendlichen, also First Come, First Safe war eine Möglichkeit sozusagen, Jugendliche in diese Ausbildung zu kriegen. Und das Zweite ist aber zu sagen, wir übergeben den Einrichtungen alleine die Verantwortung, dass sie erstmal eine Vorauswahl treffen. Die Frage ist, inwieweit dann natürlich die paritätische Besetzung, die angedachte paritätische Besetzung der Gruppen möglich sein wird. Und da müssen wir einfach nochmal gucken, wie weit das umsetzbar ist. Aber ich glaube, dass das auch jetzt zu dem Zeitpunkt des Projekts noch gar nicht notwendig ist, sich da so detailliert drüber zu unterhalten, sondern dass das im Laufe des weiteren Prozesses dann entschieden wird von den lokalen Akteuren. Das soweit zur Tutorinnenausbildung.